Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir Gadgets testen. Ja, also Zubehör, was es so noch rund ums Diamond Painting oder andere Sachen gibt, die vielleicht fürs Diamond Painting geeignet sein könnten. Und zwar habe ich heute zwei Sachen mitgebracht. Ich habe überlegt, das einzeln zu machen, aber ich finde das in einem Video, glaube ich, besser. Also, und zwar möchte ich euch zwei Sachen zeigen. Einmal haben wir so ein... ja, Stift mit Silikonenden. Den gibt es so auch bei Diamond Painting Deutschland zu kaufen. Ich habe meinen woanders gekauft, weil ich da weniger Versandkosten bezahlt habe. Und der Stift, als ich ihn einzeln bestellt habe, mir so halt günstiger kam. Ansonsten, wenn ihr bei Diamond Painting Deutschland beispielsweise bestellt und den einfach mitbestellt, ist es vom Preis her völlig in Ordnung. Nur, wie gesagt, ich habe den halt separat gekauft und habe halt so... quasi ein bisschen Versandkosten gespart. Deshalb habe ich den extra gekauft. Also nicht, dass ihr euch wundert. Aber ist ja egal, wo ihr den her habt. Ob jetzt von dort oder von dort. Also, ich zeige euch den mal. Wir haben hier eine Silikonspitze. Und noch eine Silikonspitze. Die ist ein bisschen breiter, die ist ein bisschen schmaler. Ich habe tatsächlich geguckt. Also bei Diamond Painting Deutschland gibt es den Stift genauso. Ob der genauso sein sollte, weiß ich nicht. Wir probieren ihn auf jeden Fall mal aus. Wir haben ja noch so ein paar von den Steinchen übrig. So, und den zweiten Stift, den ich mit euch ausprobieren möchte, ist so ein genannter Ping-Me-Up-Stift. Den habe ich allerdings noch nicht so oft gesehen. Ich habe meinen bei Amazon gekauft. Der ist jetzt... nicht so ausgeschrieben, wie er jetzt hier liegt. Der wurde als Pinzette ausgeschrieben. Ist natürlich keine Pinzette, sondern es ist ein Pick-Me-Up-Stift. Also so ein Aufnahmestift. Da braucht man auch kein Wachs für. Ich packe den jetzt einfach mal aus, weil ich wissen möchte, was da so drin ist. Ich muss ihn aber erstmal aufkriegen, weil es gar nicht so einfach ist. Ich packe ihn mal auf und zeige ihn euch gleich. So, da haben wir das gute Stück. Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ah, okay. Hier hinten, das konnte man abziehen. Und da vorne ist, aber ich glaube, das hier ist nur Deko. Das ist, glaube ich, nur zum Zurechtschieben. Ne, seht ihr, das ist so ein bisschen geflacht, damit man so ein bisschen was schieben kann. Ich glaube, um das einzige Teil geht es hier vorne. So, man kann das hier so ein bisschen schieben. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Also das ist wie so ein bisschen Knetgummiartig, würde ich jetzt mal sagen. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das hier? Das erinnert mich an Blutick. Das ist so ein... ja, wie so Klebegummi halt. Na, also das ist... ich würde sagen, trotzdem probieren wir das mal. Also, ich würde sagen, wir probieren es mal. Wir geben dem Ganzen eine Chance. Warum das allerdings jetzt hier in dem Stift so drin ist... ich muss ganz ehrlich sagen... ich habe keine Ahnung... zumal ich auch keine Ahnung habe. Also ich meine, das Ding ist da jetzt drin und kommt das jetzt irgendwie weiter raus oder nicht? Also es ist hier zwar eine Instruktionenbeschreibung da, aber... also man kann, wenn das jetzt benutzt ist, kann man das hier quasi vorne abziehen und dann immer weiter dieses Klebezeug rausholen. Okay, ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde sagen, weil das kann man anders haben, da brauche ich jetzt keinen Stift, wo solches Blutec drin ist. Ich zeige euch das mal. Und zwar wollte ich das später mit euch mal austesten. Und zwar gibt es hier einmal so Pritt Multifig, das sind so Haftpunkte, die man auch verwendet, die kleben ja auch. Und dann gibt es dieses sogenannte Blutec, das ist halt auch so ein blaues Zeug, ne, wie ihr sehen könnt. Und damit kann man halt auch kleben, das klebt halt auch, ne, so ein bisschen wie Klebegummi. Ja, also es ist im Endeffekt fast das Gleiche. Das wollte ich aber später mit euch nochmal ausprobieren. Deswegen kommt das erstmal zurück in die Tüte und deswegen probieren wir erstmal diese zwei Sachen aus. Und zwar würde ich das Ganze einmal mit eckigen Steinen und einmal mit runden Steinen ausprobieren. Ich werde mit euch im Schnelldurchlauf einfach ein bisschen painten, werde dazu noch ein bisschen was erzählen und im Hintergrund läuft das dann per Schnelldurchlauf. Und dann werde ich euch abschließend und dann auch nochmal ein Feedback dazu geben, wie ich das Ganze so finde und ob es für mich was taugt oder... auch nicht. So, da mache ich jetzt erstmal wieder die Kappe drauf, weil ich denke, wir starten erstmal mit diesem Ding.
Und dann machen wir mit dem anderen weiter. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal an dem Bild weiter. Also wie gesagt, wir probieren jetzt ja erstmal den und painten damit einfach mal ein bisschen. Ich versuche mal beide Seiten zu benutzen. Und dann gucke ich mal, ob das was taugt. Also, man kann die Steine damit aufnehmen. Sollte die aber möglichst gerade platzieren. Okay, also das funktioniert schon mal gut. Aber schieben lässt sich damit natürlich nichts, weil das sehr weich ist. So, probieren wir mal die andere Seite. Also die Seite finde ich ein bisschen, die breite Seite finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich da die Steine nicht genau sehen kann, weil die halt unter dem Stift verschwinden, währenddessen die schmalere Seite tatsächlich ein bisschen besser geht. Aber ob ich damit, glaube ich, Bilder kleben würde, weiß ich noch gar nicht. Es macht jetzt so auf jeden Fall erstmal einen soliden Eindruck. Das Doofe ist, man kann halt nichts verschieben, ne? Also ihr müsstet immer eine Pinzette oder irgendwas anderes daneben liegen haben, um die Steine gerade zu rücken, weil ja, irgendwie ist das mit dem Schieben funktioniert es nicht. Also das heißt, ihr müsst dann schon ein gutes, treffsicheres Auge haben, um die Steine richtig zu platzieren, damit die halt, also ich glaube, was man auf jeden Fall damit gut machen kann, ist die Lücken füllen, weil da muss man die halt ja nur in die Lücken setzen. Aber ich habe hier schon teilweise echt Probleme, die Steine überhaupt hochzukriegen. So langsam klebt der teilweise auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt nur so ein paar Steine geklebt. Ja, doch geht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, die fällt wieder runter. Na, oder ich bin. Nee. Also für mich ist der Stift nichts. Also ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Was ich jetzt noch ausprobieren möchte, ist einmal ein bisschen rund kleben, ob das besser geht. Dazu nehme ich mir mal das Homefun-Bild, was ich hier noch hatte. Da mache ich das jetzt erstmal wieder zu. Auch das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Aber ich finde, wir sollten das ordentlich mal austesten. Da kriegt ihr auch einen Eindruck davon, wie es funktioniert oder nicht. Ich kann euch sagen, ja, der Stift nimmt das und das, aber ich finde es einfach. Also, wenn man darüber schon was berichtet, sollte man das vielleicht auch mal zeigen und auch einfach mal ein bisschen machen, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert und euch auch mal einfach ein bisschen mitnehmen. So, warte nochmal. Ihr habt, wo haben wir den Freund geklebt? Da, auf der Ecke. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal am Bild ein bisschen weiter und gucken mal, ob das besser funktioniert mit rund. Und was ich dann noch mit dem Stift ausprobiere, ist Strasssteine. Also nicht Strasssteine, sondern größere Strasssteine. Wenn ihr zum Beispiel so auf Anhänger oder so habt, dann habt ihr ja manchmal die größeren Steine, die sich auch immer sehr schwer aufnehmen lassen. Und eventuell taugt ja dieser Stift dafür richtig gut. Für mein rundes Bild, ja, würde ich jetzt eher sagen, nicht so wirklich. Nicht meins. Y ist die 2. Okay. So, auch da probieren wir es mal. Ich probiere erstmal mit der schmalen Seite und dann mit der runden, mit der eckigen. Also rund geht tatsächlich einfacher als eckig. Ich habe den Stift jetzt nicht nochmal bearbeitet oder so. Ich habe den jetzt einfach genommen, aber damit lassen sich die Steine besser aufpicken als die eckigen. Also das geht auf jeden Fall besser. Und auch die breite Seite ist okay. Also ich meine, da sieht man die Steine zwar immer noch nicht so, aber irgendwie, weil rund muss ich nicht gerade setzen. Rund kann ich halt irgendwie rund da drauf setzen. Also rund ist definitiv der Stift viel, viel besser geeignet als für eckig. Also für runde Steinchen, wer gerne rund klebt, ist das auf jeden Fall eine Alternative zum Stift mit Wachs. Finde ich gut. Doch, für rund gefällt es mir. Für rund könnte ich mir das sogar sehr gut vorstellen zu kleben. Allerdings würde ich jetzt gucken, dass ich mir hier noch irgendwas drumherum mache, weil das ist schon ein sehr dünner Stift.
Ich weiß nicht, wer gerne noch so mit so runden und kleinen Stiften paintet, ist genauso wie die normalen Stifte, also einfach noch viel zu dünn. Da müsste man vielleicht, wenn man länger damit paintet, gucken, dass man das irgendwie, ja, wie soll man dazu sagen, dass man da irgendwas drumherum macht. Entweder so ein Griff, den man da noch mit dran macht oder halt irgendwie anders umwickelt. Was es zum Beispiel auch gibt, ist lufthärtende Knetmasse, die man sehr gut da drum machen kann. Die härtet halt in der Luft aus, die muss ich nicht im Backofen stecken. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man, wenn man die drum macht, dass man dann einen besseren Grip bei dem Stift hat. Und die hält ja auch dadurch, dass das jetzt so ein Sechseck, Viereck, Achteck. Nein, Viereck ist es nicht. Das ist ein Sechseck, Achteck, keine Ahnung. Das ist halt nicht ganz rund in der Mitte. Dadurch wird die Masse halt auch ganz gut halten. Also für runden Steine sehr zu empfehlen. Ich hole jetzt nochmal eben andere Sondersteinchen und probiere die auch nochmal aus. So, ich habe jetzt nochmal andere Steinchen zum Ausprobieren geholt. Und zwar so wirklich große Sondersteinchen. Weil gerade wenn man so Schmuckanhänger macht oder so, möchte man die ja auch painten. Und ich werde die jetzt einfach mal von da nach da platzieren. Mal gucken, ob man die aufnehmen kann. Nein. Also diese lassen sich nicht aufnehmen. Die Klebkraft für den Stift ist einfach zu gering. Also wer viel Schmetterlinge und so paintet und hofft, eine Alternative zu finden, um diese Steine zu transportieren, dem muss ich leider enttäuschen. Funktioniert gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. So, nehmen wir noch mal andere Steinchen. Ich weiß nicht. Die sind jetzt ein bisschen anders von der Oberfläche, könnt ihr das sehen? Wir haben jetzt keine glatte Oberfläche, aber auch die lassen sich gar nicht. Da kann ich machen, was ich will. Nein, die fallen immer wieder zurück. Keine Chance. Also, ich denke mal, bei kleineren Steinchen könnte das sogar gut gehen, wenn die ganz klein sind. Aber da kann ich die nehmen. Ja, okay, aber wenn ich größere Steinchen habe, bringt es mir nichts. Da muss ich mir wieder was anderes überlegen. Finde ich nicht so schön. Okay, also von daher für runde Steinchen sehr gut, für eckige ist es nicht so mein Fall, weil man die nicht mehr schieben kann. Für Sondersteinchen leider auch nicht. Ihr habt die ganzen Sachen jetzt hier eingeblendet gesehen. Vorteile, also was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch einmal den anderen Stift an. Ich mache jetzt dazu einfach mal die Lampe nochmal aus, weil die echt sehr hell ist. So, machen wir mal weiter mit dem anderen Stift. Also, den legen wir erstmal beiseite. Okay. So, dann haben wir diesen Stift, der ja dieses Blutech vorne drin hat. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal mit den Sondersteinchen an, wo? So, nehmen wir mal das Sondersteinchen. Also, wie ihr sehen könnt, da fällt nichts runter. Fällt gar nichts runter. Funktioniert für Sondersteinchen sehr gut. Und jetzt gucken wir mal die Sondersteinchen mit der anderen Oberfläche. Aber ich glaube, denke, dass die auch funktionieren. So, auch da fällt nichts runter. Könnt ihr platzieren und der Kleber geht auch wieder ab. Ne, also das funktioniert. Also der ist für Sondersteinchen schon mal gar nicht schlecht. Was ich gut finde, ist, der ist ein bisschen dicker von der Handhabe her. Wobei, wenn man den da anfasst, ist es okay. Man kann ihn halt nur nicht weiter vorne anfassen. Das finde ich ein bisschen doof. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Kann man den noch weiter zuschrauben? Nee, da ist er fest. Also, was das Gewinde hier soll, Leute, ich habe keine Ahnung. Wenn es einer von euch weiß, kann er mich gerne mal aufklären. Ich habe keine Ahnung. Drückt man damit das vorne raus? Sieht so aus, oder? Ich glaube, damit drückt man tatsächlich vorne das Blutech oder was das auch immer ist, raus. Ich mache jetzt mal noch ein Stückchen ab. Gucken wir nochmal. Ich drehe das nochmal. Ja, also wenn ihr das fester dreht, kommt da vorne wieder was von dem Zeug raus. Finde ich eigentlich nicht schlecht, da muss man halt nicht fummeln oder so, sondern es funktioniert. Okay, also, Sondersteine funktionieren, probieren wir die eckigen Steinchen. Was haben wir denn? Ich nehme mal nochmal das D und klebe mal hier weiter. Ich mache mal wieder die Lampe an. So, ich klebe jetzt nochmal dieses D hier. Und gucken wir mal, wie das sich jetzt mit den eckigen Steinchen verhält. Okay. Also, es ist irgendwie
Das hat das Gefühl von Wachsstiften. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Das ist nicht schlimm. Es quillt halt ein bisschen über, wenn ihr das sehen könnt. Das heißt, ist einfach, ihr müsst ganz vorsichtig drehen und halt nicht zu viel rausdrehen. Steinchen dazwischen schieben wird ein bisschen schwer. Aber die Klebkraft von dem Ding hier, dem Stift, ist echt gar nicht schlecht. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ist voll platt gedrückt. Ich weiß auch nicht genau, wie man es handhaben sollte. Wie viel man von dem Zeug da drauf lassen sollte, wie viel man ablassen so machen sollte. Okay, machen wir weiter. Also, das funktioniert ganz gut. Was ich gut finde, wenn ihr was schieben müsst, könnt ihr das mit der anderen Seite machen. Na, einfach so ein bisschen. Es war keine Pinzette, aber damit könnt ihr zumindest Steinchen so also ein bisschen hin und her schieben. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Also, ich meine, vorne schieben ist. Es ist zwar Plastik, aber damit schiebt ihr dann halt auch den Bluteck komplett von der Spitze weg. Deswegen ist Schieben mit der Spitze jetzt nicht so schlau. Ginge aber theoretisch auch. Ginge auch. Ich glaube, man kann tatsächlich den Bluteck wirklich wegmachen. Wenn ihr, ich guck dir mal, ich habe den jetzt hier so, ich mache den jetzt mal ringsrum weg, sodass ich jetzt noch tatsächlich ein bisschen von dem Zeug in der Spitze habe. Und ganz ehrlich, es lässt sich genauso gut setzen wie ein normaler Wachsstift, also wie ein normaler Stift mit dem roten Wachs. Ihr könnt es jetzt auch schieben, wenn ihr das vorne weit genug weggemacht habt. Also das funktioniert echt gut. Das ist halt im Gegensatz zu dem anderen Stift ist halt das hart, ne? Also damit kann man natürlich Steine schieben. Und der Kleber, der da dran ist, der verzeiht das eigentlich auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das hinten, dass das so lang ist, stört mich ein bisschen. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht für damit Painting gemacht. Ich glaube, das ist eher so für Nagelmodellage oder so gemacht. Als für Diamond Painting. Oh, wenn ihr jetzt so ein Stück von dem Zeug hier auf dem Bild habt, ach, ist mir jetzt egal. Wisst ihr, was ich da mache? Jetzt da einfach Steinchen drauf. Und dass das sich immer wieder lose dreht, das ist ein bisschen blöd. Also, ich glaube, wer auf Bluteck steht, kann das auch in einem normalen Wachsstift tun. Ich weiß nicht, ob man dafür so viel Geld ausgeben muss, um sich dann hier so einen Stift zu kaufen, wenn es Alternativen gibt. Also, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, aber wir haben jetzt genug eckig geklebt. Für eckig funktioniert es super. Also, und wenn euch davon mal so ein bisschen was aufs Bild kommt, einfach Steine drüber kleben. Sollte jetzt natürlich kein ganzer Pfropfen sein, sondern nur so ein bisschen. Versucht es eben ein bisschen abzumachen und dann einfach Steine drüber kleben. Das sieht kein Mensch. Ja, auch nicht im Zweifelsfall. Funktioniert für eckig sehr, sehr gut. Jetzt probieren wir das Gleiche nochmal mit rund. Aber im Normalfall ist es so, was für eckig funktioniert, funktioniert auch für rund. So, was haben wir denn da noch? Wir können das. Wir kleben mal das D ein bisschen und mal gucken. Das D ist die 9. So. So, gucken wir mal. Also, wir haben rund. Ja. Definitiv auch gut für rund. Definitiv gut. Also, das ist tatsächlich ein Stift, womit ihr alles kleben könnt. Mega praktisch. Wer keinen Bock auf das Wachs hat. Allerdings ist das keine Dauerlösung. Auch dieser Stift ist keine Dauerlösung, genauso wenig wie die Wachsstifte. Also, wer keinen Bock drauf hat, sowas zu haben. Wer keinen Bock hat, ständig irgendwas nachzufüllen oder so,
der wird mit diesem Stift auch nicht glücklich, denn auch hier ist tatsächlich, dass er so lange begrenzt, wie das Zeug hier drin da ist. Das ist halt Blutag. Das kann man auch, so wie ich es jetzt gesehen habe, nicht nachfüllen. Das heißt, wenn ihr der Stift aufgebraucht ist, dann könnt ihr den Stift einfach nur entsorgen. Für was anderes bringt es nicht, es sei denn, ihr wollt hinten dieses Schiebeding noch benutzen. Allerdings ist das halt, ja, wenn er aufgebraucht ist, dann heißt es Ciao, ciao, Baby, goodbye. Also, und wer keinen Bock auf so Blutag hat und sagt, ja, das ist aber auch wieder was, für den ist es halt auch keine Alternative. Da bleibt einfach nur die Pinzette. Und das Ding ist ja ganz ehrlich, diese Packung Blutag, ja, guckt mal, wie viel da drin ist. Ich habe da jetzt schon mal, das hatte ich schon mal irgendwann mal aufgemacht, um es mal auszuprobieren. Schaut mal, wie viel da von dem Zeug drin ist. Das ist da alles drin, ja? 4 solche Streifen. Und jetzt guckt euch mal die Menge an, die hier drin ist. Ja, das ist so ein kleines Stückchen. Und diese Menge kostet genauso viel, wenn nicht sogar weniger, wie der Stift. Und wenn man wirklich Blutag verwenden möchte, weil man sagt, man will das Wachs eigentlich nicht, weil Blutag vielleicht auch länger hält, das weiß ich allerdings nicht, dann, weiß ich nicht, braucht man sich den Stift nicht kaufen. Weil der halt doch schon nicht günstig ist. Der Stift hat, och, lasst mich lügen, 13 Euro oder irgendwas gekostet. Das ist keine günstige Alternative, definitiv nicht. Der kann zwar alles, mit dem könnt ihr rund kleben, mit dem könnt ihr eckig kleben, mit dem könnt ihr so Strasssteine, also Sondersteine, größere Steine kleben. Das funktioniert mit dem Stein, mit dem Ding tatsächlich alles. Aber Kosten-Nutzen wäre für mich nicht so gut. Also Kosten-Nutzen ist für mich eher, ja, eine 4-. Also wenn ich jetzt überlege, ne, ich kaufe mir das Blutag, befülle damit meine Stifte, geht ja auch, dann ja, komme ich damit günstiger weg. Ja, soviel zu den 2 Produkten. Also, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, was ich davon, also wenn mir einer sagt, du darfst dich entscheiden, möchtest du lieber den Pick-Me-Up-Stift oder möchtest du lieber den Silikonstift kaufen? Dann würde ich mich als erstes fragen, was will ich mit dem Stift machen? Wenn ich nur runde Bilder kleben müsste, dann würde ich dazu greifen, weil der halt einfach langlebiger sein wird. Weil die Spitze kann ich zur Not auch mit Wasser abwaschen. Wenn der alle ist, ist er alle. Wenn ich eckig kleben möchte, würde ich eher zu dem greifen. Wenn ich viel Sondersteine habe, zum Beispiel bei Anhängern oder so, würde ich auch zu dem greifen. Da würde ich nicht den nehmen. Und wenn ich sagen müsste, ich müsste ihn selber bezahlen, Preis-Leistung, ja, Preis-Leistung ist der halt günstig, der hat, glaube ich, 6 Euro inklusive Versand gekostet und der hat, glaube ich, bei 13 Euro. Also so viel dazu, ne? Also es kommt immer darauf an, was man mit den Stiften machen möchte. Jetzt wisst ihr es, ne? Der ist für rund, der für alles. Wenn ihr aber rund kleben möchtet und möchtet was Günstiges haben, würde ich das empfehlen. Ja, das sind meine Sachen, die ich euch heute gezeigt habe. Und wenn ihr sagt, das ist aber teuer, dann bleibt halt einfach bei den normalen Stiften. Ist halt einfach so. Nehmt von mir aus Blutag oder irgendwas anderes, aber dann könnt ihr auch bei den normalen Stiften gebrauchen, weil das ist keine Dauerlösung. Das ist, wenn alle, dann könnt ihr den Stift wegschmeißen. Der funktioniert wahrscheinlich länger. Ja, das war's, meine Lieben. Das war's für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat auch vielleicht den einen oder anderen geholfen bei der Entscheidung, irgendwas zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ich verlinke euch beide Sachen, die ich bei Amazon geshoppt habe, mal unten rein. Wie gesagt, gibt es auch woanders mit Sicherheit. Diesen habe ich tatsächlich noch nicht irgendwo anders. Habe ich den schon mal woanders gesehen? Ich glaube nicht. Den gibt es bestimmt auch noch mal woanders. Aber ich verlinke euch den, wo ich den gekauft habe. Ja, ihr müsst selber entscheiden, wo ihr die Sachen kauft. Ist ja auch in Ordnung. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich habe gar nichts mehr zu sagen, sonst wird das Video wieder ewig lang. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal berichten, ob ihr einen der beiden Stifte schon mal ausprobiert habt und wie der für euch so war. Nutzt ihr vielleicht noch dauerhaft einen der beiden Stifte? Oder sagt ihr, nee, die sind bei mir in der Ecke gelandet, benutze ich nicht mehr? Oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Tipp für mich, was ich noch ausprobieren könnte? Dann einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich schreibe mir die Sachen auf und gucke mal, ob ich die irgendwie besorgen kann. Und dann werde ich die natürlich auch austesten. Ein paar Sachen, denke ich, werden wir noch finden. Und dann wird es auch natürlich weitere Videos aus der Kategorie geben, hoffe ich. So, und ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz tollen Tag und eine tolle restliche Woche. Ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt.
Ja, ich bin am Wochenende nicht da und deshalb wird das Video vorgedreht und kommt dann halt später online. Aber gut, ist ja nun mal so, wie es ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Fühlt euch gedrückt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi, ihr Lieben.